Gruppestart in Düsseldorf. Jetzt nimmt auch die deutsche Gruppesaison an Fahrt auf. Am Sonntag steht auf dem Grafenberg mit der Frühjahrsmeile das erste Grupperennen an. Es könnte das Duell Lucky Line gegen Giuliani werden. Schafft Giuliani nach Rang 2 im Vorjahr jetzt den vollen Erfolg oder triumphieren zum dritten Mal in Serie die Winterhauchfarben, nachdem die letzten beiden Ausgaben der Frühjahrsmeile durch Amaron gewonnen wurden? Münch räumt ab. Was für eine Überraschung im Prix im Provence der Gruppe 3 am Donnerstag in Maisons Laffitte. Dort gewann die von Markus Münch trainierte Spectre überraschend und sorgte damit für den ersten Gruppensieg des ehemaligen Bundesliga-Profis. Sassoudio weiter gesteigert. Wir weinen vor Freude, so Trainerin Hella Sauer, kurz nachdem ihr Sassoudio am Donnerstag in Maisons Laffitte ein Listenrennen gewonnen hatte. Der Naïef-Sohn zeigte sich weiter verbessert und verwies mit Epikuris sogar einen Gruppensieger in die Schranken. Dritte wurde Andreas Löwes Palang.